Er spielte den Hampelmann, wurde getunnelt, von Philipp Lahm überlupft. Und auch beim Schuss von Karl-Heinz Rummenigge war Keeper Manuel Neuer chancenlos. Am Ende schlug auch noch der Spaßvogel des FC Bayern zu. Franck Ribéry schnappte sich den Ball und schoss Neuer ab. Die Stars des deutschen Rekordmeisters trafen sich am Mittwochabend in einer neuen Hublot-Filiale in der Münchner Maximilianstraße und kickten für einen guten Zweck. Da war die Heimpleite gegen Manchester City vom Tag zuvor bereits vergessen. Okay, vielleicht noch nicht ganz. Im Endeffekt ist es wichtig gewesen, dass wir Erster sind und das haben wir dann am Ende geschafft und dementsprechend können wir einen Haken dahinter setzen. Vielleicht ist es auch mal gut, ein Spiel zu verlieren und das geht weiter und wir sind natürlich immer noch sehr gut in der Meisterschaft, im DFB-Pokal und auch in der Champions League drin. So, von dem her war es nicht so schlimm. Am Mittwochabend stand die Organisation Artists for Kids im Mittelpunkt. Das Projekt hilft betroffenen Kindern, Jugendlichen und deren Familien. Die Kids und die Stars des FC Bayern mussten Keeper Manuel Neuer überwinden. Für jeden Treffer wurden 1000 Euro gespendet. Es ist wirklich auch schön, mit den kleinen Kindern hier ein bisschen zu kicken. Und so haben wir natürlich alle ein bisschen Spaß, die hier sind. Ja, war sehr schön. Kinder freuen sich immer mit uns zusammen zu sein. Sie haben ein Lachen auf den Lippen. Und das freut uns. Was man heute auch gesehen hat, ich glaube, dass sie schon sehr, sehr viel Spaß hatten. Der FC Bayern und Partner Hublot erspielten für die Organisation insgesamt 23.000 Euro. Hublot-Chef Jean-Claude Biver verdoppelte anschließend noch diese Summe aus seinem Privatvermögen. Ich stifte heute Abend dieselbe Summe aus meiner Tasche. Bravo! Das heißt, 46.000 Euro für einen guten Zweck. Da nimmt man es auch gerne mal in Kauf, vom eigenen Teamkollegen abgeschossen zu werden.